Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Attila, das weströmische Reich auf sehr schwer. Wir sind auf dem Weg, die hispanischen Rebellen hier weiter zu attackieren. Haben dafür zwei Generäle rangezogen. Und ich hoffe das Beste. Tut mir leid, ich habe Aufstoßgefahr. Wir haben noch ein paar Söldner geholt und jetzt haben wir die Unterstützungstruppe, die auch noch kommt. Ich hoffe, das reicht aus, um die feindliche Rebellenarmee auszulöschen. Die 5., 6., 7., 8. Legion Vulcania wird uns im Kampf unterstützen. Leider ist das Gebiet ein Wald. Wir nehmen den Nebel. Wisst ihr warum? Weil die Balliste dann nicht unbedingt sofort... Meine Güte, ey, wenn ich das schon sehe wieder, ne? Dass wir hier zum Arsch der Welt hochklettern müssen. So, wie viel Munition habt ihr? 6. Ihr könnt da nicht hin. Ihr aber... Da haben wir noch General. Die lassen wir alle mal hier unten stehen. Starten das Gefecht und warten, dass... ja, worauf warten wir? In der Hoffnung, dass die KI von irgendeiner Richtung kommt. Und dass unsere Unterstützungstruppen kommen. So, Mr. Generalo. Ich denke mal, dass der Feind hier unten ist. Aber wir müssen hier unglaublich viel Zeit einsetzen. Weil ich kann die Leute auch nicht rumrennen lassen, sonst sind die nachher wieder so volle Kanne erschöpft. Der Feind wurde gesichtet. Okay, wir sehen ihn, er sieht mich nicht. Aber schön, dass er sich schon mal richtig ausrichtet. Ich werde nachher einfach ganz dreist geradeaus laufen, weil ich dann aus dem Sichtfeld von ihm rauslaufe. Aber erstmal, wie gesagt, müssen die hier nach vorne kommen. Das sollen die mal schön gemächlich machen. Boah, aber guck mal, die sind schon sehr müde. Weil, scheiß Aufstieg, wa? Haben wir endlich Zeit? Nö, oder? Na komm, lauft, meine Freunde. Ich wünsche, es gäbe einen noch schnelleren Vorlauf. Schneller, 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 schneller. Freunde des Weströmischen Reiches. HP der Männer. Mhm.
Jetzt laufen die so, weil die versteckt sind, wa? So, in dem Sinn seid ihr schon mal ganz vorne angekommen. Glaubt ihr, werdet ein bisschen fitter, wenn ich euch ein bisschen Zeit gebe? Wahrscheinlich nicht, ne? Nicht rennen. Die stelle ich frontal zu dem hin. Ich glaube, die bleiben sehr müde. Aber dann ist dem so. So, richtet er sich neu aus? Nein. Bis jetzt noch macht er noch gar nichts da oben. Und im Optimalfall. Ah! Ohne Scheiße, jetzt hat er sich ein Zentimeter zur Seite gedreht und sieht dann sofort meine Kavallerie da im Wald hocken. Will er mich eigentlich verarschen? So, ihr müsst auch rennen. Noch geiler ist, dass er sich jetzt schon nach links ausrichtet. Dabei kann der links eigentlich noch gar nichts sehen. Guck mal, ich bin hinterm Berg. Woher soll er wissen, dass da einer kommt? Oh, die Balliste ist in Feuerreichweite. Also die Onaga, aber passiert noch nichts. Warum haben wir eigentlich Nebel? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, sie werden total erschöpft sein, wenn die da oben sind, aber ich muss jetzt irgendwie anfangen. Die Reiter sind bereit. Herr Krieger, wir sind in einen Hinterhalt geraten. Schnell vorrücken. Wer ist eine Kriegsbande? Der Himmel kann packen. Herr Krieger, Kundschafter. Seht, ihre versteckten Einheiten. Weg, weg, weg. Die Männer haben die Flucht ergriffen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Weiter. Habe ich sie nicht direkt hochgezogen? Tut mir leid, dass ich gerade nicht viel zeigen kann.
Ach du Scheiße. Na komm weg. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. So, zurück. Naja. Die sind natürlich total im Eimer jetzt. Ihr zwei nach oben. Ihr zwei da hinten darüber. Geh einen Schritt nach oben. So, ihr jetzt da rein. Die Schwertkämpfer kriegen jetzt nach und nach Probleme hier in der Mitte. Also die können noch feuern. Die nicht mehr. Genau, mach da oben mal die Sperre drauf. Da sind die letzten Lanzen. Hier unten könnt ihr die Kohorten noch ausschalten. Trefft er wenigstens den einen oder anderen auch? Ja, es wird besser. Was machen die zurzeit? Die rennen weg. Ist auch ein Weg, wie man anfangen kann. So, wir können aber natürlich jetzt auch die Schildformation machen. Dann können wir auf jeden Fall mehr blocken. Die Armee wird den auf jeden Fall kriegen da. Töte den feindlichen General mal. Sehr schön. Dann könnt ihr auch den Angriff auf die starten. Gibt mich nur noch die und die hier. Der General selbst ist tot mit seinen Truppen. Da werden sie an den Rand des Feldes schon gedrängt. Sieg, das ist euer Tag. Erreichen wir die noch? Ja. Hier und da kann man noch einen töten. Bringt ja auch EP.
Guck mal, wir haben 347 Verluste nur gehabt. Das kam mir wieder 10-mal mehr vor. Wisst ihr, was mir fehlt? Hier in der Übersicht fehlt mir eine Integrität meiner aktuellen Truppe. Ich erwarte weitere Befehle. So, ich meine, der Kommandant der Rebellenarmee ist erledigt. War das alles? Bam! In your face. So, hoch in die Stadt mit dir. Hast du dich schon bewegt? Jedenfalls kann er nichts mehr dran ändern. Ja, Nahrung ist so ein Problem. Gebäude kosten gerade ein bisschen viel. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass Winter ist und ich sonst keine Nahrungsmittel habe. Wer von euch sind Söldner? Ihr beide seid Söldner. Euch schmeiße ich dann mal eben weg. Euch alle behalte ich. Obwohl ihr werdet wahrscheinlich verhungern bis nächste Runde. Das sind die ganzen... Ja, da habe ich die ganzen Felder auch abgerissen. Gibt Schlimmeres. Korruption reduzieren. Alles für den Arsch. So, Integration. Noch mehr öffentliche Ordnung. Schön. Versteckter Agent entdeckt. Ich glaube, ich schicke die mal einfach wirklich mit Gewaltmarsch hier runter. Dass wir an die Rebellenarmee nächste Runde rangehen können. Das wird mich jetzt nochmal 1000 kosten. Also wenn ich jetzt nochmal hier ein Feld oder so hochziehe in der römischen Provinz... Das braucht 2 Runden, bis ich da mehr Nahrung rauskriege. Ich habe einfach zu viele Felder zerstört, aber ich werde es in irgendeiner Form noch überleben. Aber es kostet mich sogar nur 950, wahrscheinlich wegen der Armee, die gerade hier steht. Das kann alles weg. Den kann ich gerade nicht abreißen. Also eigentlich habe ich hier unten schon alles aufgegeben. Aber ohne eine andere Nahrungsproduktion hier oben kann ich das echt knicken. Wo hole ich die Kohle her? Wo hole ich die Kohle her? Dieses Gebäude wird abgerissen, das ist ja alles okay. Pier. Irgendwie ein Fehler in der Anzeige. Das Feld müssen wir auf jeden Fall auch bauen. Dann haben wir hier im Norden noch ein bisschen Provinzen ready. Einfach nur Scheiße mit der Scheiße, wa? Wie kann ich dem
kann ich Rom dienlich sein? Wir hungern nach einer Schlacht. Naja, wir gucken mal, was für ein Elend passiert gleich. Wir können einen Provinzstatthalter einsetzen. Ah, ihn. Dann haben wir 4. So, einen Erlass machen. Nahrungsmittelproduktion plus öffentliche Ordnung. Ich glaube, den Erlass werden wir jetzt bei allen umsetzen. Weil ich brauche die Nahrung. Wir sind nahrungstechnisch total im Eimer. Genau. So, hier macht er dasselbe. 2000 Einnahmen. Ich erwarte eure Befehle. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? Und scheiß, dass der im Gewaltmarsch ist. Fraktion, Essen, Politik, Bürgerkrieg, Verschleiß, minus 5. Änderung pro Runde. In 3 Runden eine Meuterei. In 5 Runden eine Meuterei. Das ist alles Kacke. Alles zieht sich schon in den Meuterei-Wahn. Problem ist, wenn ich noch mehr Sachen abreiße. Weil ich natürlich machen kann. Wird's langsam ziemlich kritisch. Ich weiß, das wird die totale Provinz wieder destabilisieren. Das will ich gerade machen. So, gucken wir mal, bis wohin der geht. Das sind die 3. Hier unten behalten wir das. Dann haben wir unten die 2 Armeen. Die halten erstmal die Stabilität. Und wir werden alles aufgeben, was in Nordafrika noch ist. Auch wenn Karthago und alles, die normalerweise... Ich brauche einfach die Kohle an anderer Stelle gerade. Da kann ruhig die Ordnung total in Eimer gehen. So, ihr bleibt... Also der Wald bleibt da. Siska und so weiter ist ganz schön im Eimer. Und hier muss ich überlegen, ja, will ich gegen ihn kämpfen? Also wir haben die Provinzen da ja eigentlich schon insgesamt verloren. Nicht nur eigentlich, wir haben sie verloren. Beziehungsweise den Kampf da vorne. Dann können wir hier noch alles abfackeln. Die dürfen halt nur nicht in Venezia in irgendeiner Form einmarschieren. So. Wir hungern nach einer Schlacht. Ihr habt eine gefährliche Integrität gerade. Legio 1. Legio 1. Ach, das seid auch noch ihr. Dann löse ich euch auf. Die sind eh total... Also die wären eh im Eimer.
dann lassen wir einfach die Illyrien hier den Angriff durchführen. Der General bleibt erstmal weg. Oh Mann, was ein Heckmeck. Visonzio. Ich glaube, da hatten wir eh überall nichts mehr. Wir ziehen uns einfach komplett zurück. Die Rebellenarmeen, die überall entstehen, die werden wir einfach niederschlagen. Mit den verbleibenden Truppen von uns. Versuchen einfach Rom zu verteidigen. Sollen die sich doch in Europa rumschlagen? Also im Nordeuropa. Ah, jetzt kommen aber die Garamanten. Auch noch mit einer riesigen Armee. Dum dum dum. Ich hätte meinen. Beim Stream hätte ich nicht die Hunden spielen dürfen. Durch die Hunde hatte ich das Gefühl. Ja, hier werde ich schon mit klarkommen, so in etwa. Aber es ist ja nochmal ganz anders, eine Fraktion zu spielen. Na, die haben Onager. Eine Fraktion zu spielen, wo ich auch wirklich Siedlung verwalten muss. Da fahre ich mit den Hunden rumrennen und Leute töten, eigentlich angenehmer. So, das ist Provinzhauptstadt. Da werden wir wenigstens mal in-game verteidigen. Wir werden natürlich Belagerungsgerät haben, aber wir werden den einen oder anderen von Illyrien kaputt schießen können. Beim nächsten Mal, wenn es wieder ist, Let's Play Total War. Attila, bis dahin. Ciao, euer Doc. Ein Elend. Es ist ein Elend. Ich weiß. Next time.